Und zack, so schnell geht ein Jahr rum. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der Short News im Jahre 2022. Ein Jahr, in dem wir einige Male die Chance hatten, Sie live zu treffen. Unser Messebauteam ist frisch zurück vom Abbau der Get Nord in Hamburg, steht aber bereits in den Startlöchern für den Aufbau der Elektrotechnik nächstes Jahr in Dortmund. Vom 8. bis zum 10. Februar freuen wir uns, Sie dort auf der Messe begrüßen zu dürfen. Ein weiteres Highlight haben unsere Kollegen aus Dachau vor kurzem erlebt. Und zwar ist unser technisches Service Center umgezogen. Aber sehen Sie selbst. Ja, wir sind endlich in den neuen Räumlichkeiten. Wir wollten natürlich gucken, dass eine gute Erreichbarkeit gegeben ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist hier gegeben. Wir haben außerdem eine tolle Infrastruktur, was Klima, Lüftung und auch die Büroausstattung angeht. Und wir haben vor allem ein prima Standortkonzept. Wir haben ein Hotel nebenan, wo wir in Zukunft unsere Schulungen abhalten werden. Und nebendran gibt es auch weitere Ideen dazu. Kantine, Kinderbetreuung oder auch Sportmöglichkeiten. Ja, und ich bin sicher, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch hier wohlfühlen werden. Also mich freut es jetzt tatsächlich, nach 8 Monaten wieder im Büro zu sein, die Kollegen wieder zu treffen. Es sieht eigentlich alles gut aus, die Arbeitsplätze funktionieren. Das sieht doch gut aus, da komme ich doch gern mal auf einen Tee vorbei. Bevor wir uns für dieses Jahr verabschieden, hat meine Kollegin Heike Sprung aus der Logistik noch gute Neuigkeiten für uns. Wir haben unsere Prozesse überprüft, um noch nachhaltiger zu werden. Hallo, mein Name ist Heike Sprung und ich bin verantwortlich für die Verpackungsentwicklung und Verpackungstechnik hier im Werk in Plieskastel. Verpackung, das ist das Erste, was der Kunde von unseren Produkten sieht. Die Verpackung macht unsere Produkte transport- und lagerfähig. Das Handling wird vereinfacht, der Schutz ist gegeben. Wir bei Hager machen uns aber auch Gedanken, was mit der Verpackung passiert, wenn Sie das Produkt installiert haben. Verpackung, das sind Ressourcen, sei es der Karton oder der Polybeutel. Und Ressourcen müssen geschont werden in der Zukunft. Aktuell ist die Verpackung unseres Kleinverteilers in unserem Entwicklungsfokus. Hier benutzen wir zurzeit Folie, um den Verteiler zu schützen. Wir verbinden die Tür mit dem Mauerkasten mit Polyethylenband. Beide Einheiten wollen wir verändern. Hin zur Wellpappe, die leicht in den Recyclingprozess einzubringen ist. Und das Polyethylenband wollen wir durch recycelte Baumwollschnur ersetzen. Wir bei Hager entwickeln für die Zukunft sicher und nachhaltig. In den Flash News gibt es mal wieder was zu lachen. Hier kommen die Outtakes der letzten Short News. Da geht ruhig. Wir sind doch eine Familie. Geht doch. Schicken Sie uns entweder Ihre Bilder und Videos per Privatnachricht bei Facebook. Zwischendurch habe ich es mal kurz gemerkt, dann habe ich mich noch mal gestreckt. Ich huddel dann immer so viel. Merkt ihr das? Ich muss mich immer bewegen, ständig. Muss ich irgendwas tun? Ein paar Schnittbilder rein, mit Musik unterlegt. Ne? Und dann sagst du, okay. Hol dir deine tägliche Portion Hager Live-Moment. Hol dir dein. Hol dir dein. Oder ein Smartphone. Ach, Scheiße. Alles gut, wir können schneiden. Gut sein. Aber den muss ich nicht wiederholen, den weiß ich nämlich nicht mehr. Den können wir mal wieder. Der ist okay. Den nehmen wir mal. Erfahr in den täglichen Short News die wichtigsten Highlights aus mein Handy. Unsere Werkstattstraße speziell für Azubis in Halle 9.1. Wir müssen das nochmal machen, sorry. Okay. Ich höre mich an wie mal so eine Krähe. Ne? Wen haben wir da? Bitte nicht stören. Natürlich auf, besonders auf die Nachhaltigkeit. Ende. Jetzt muss ich irgendwas machen. Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns spätestens
bei der ersten Short News 2023.